Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Der Gameplay Trailer feierte soeben Premiere. Der Trailer geht über 2 Minuten 17, 19, irgendwas um die Dreh. Der Trailer ist tatsächlich beeindruckender, als ich es für möglich gehalten habe. Und auch die Map gefällt mir mehr, als ich es ursprünglich laut Leaks dachte. Ich zeige euch jetzt erstmal den Gameplay-Trailer. Der Trailer ist sehr, sehr flott. Sehr viele schnelle Szenenwechsel. Es gibt sicherlich einiges zu übersehen. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren vervollständigen, wenn ich was übersehen habe. Es gibt jetzt den Trailer. Es gibt eine kleine Analyse zum Trailer. Wir gehen den komplett einmal durch. Ich drücke hier unter Pause. Man sieht echt eine Menge vom Battle Pass. Skins für die Legenden und dem Waffenskin, Level 100 oder 110, die Fähigkeiten von Catalyst. Und wir gehen zum Schluss nochmal auf die EA-Seite, die hat sich ein bisschen aktualisiert, die ganzen POIs sind einsehbar und so weiter und so fort. Viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer und dann sehen wir uns zur Analyse wieder. Six years ago, a meteor crashed into our moon. But that is not what broke us. This settlement was meant to be our salvation. Perhaps it still can be. Hear that bell? It's the witching hour. Enemy down. Do not falter. I don't fear anything. I hope you're ready. Extending to re-engage. Let's rock. This wasn't fate. This was the future you made. Someone once told me that in order to heal, we need to destroy. Observe. Unforgettable. I like your style. Of men that brought us to the edge of the abyss. I will be the woman to pull us back. Catalyst. The woman who saved Cleo. Let's go, wir fangen mit der Analyse an und es gibt wirklich eine Menge zu sehen. Ich stoppe nicht überall, es geht auch alles relativ flott. Man muss gucken, dass man auch wirklich nichts übersieht. Wir fangen schon mit der Ulti von Catalyst an, die Wand. Und allem Anschein nach sieht es so aus, wenn es die Teammates sind, das werden sie mit Sicherheit sein, dass die Wand keinen Effekt auf die Teammates hat und wir ganz entspannt da durchlaufen können und nicht verlangsamt werden. So, wir haben hier schon die ersten Skins aus dem Battle Pass für Seer und für Loba. Das dürften epische sein, weil so spannend sehen sie nicht aus. Wir haben das Schienensystem, was sich quer über die gesamte Map streckt. Auf der EA-Seite sehen wir die gesamten POIs und dort wird auch beschrieben, dass sich dieses Schienensystem für schnelle Rotationsmöglichkeiten auch zum Entkommen von der Zone und so weiter richtig geil geeignet ist und wir so schnell von A nach B kommen. Ich werde die POIs nachher auf der Seite nicht alle vorlesen, weil das echt eine Menge Text ist. Wir haben die ganzen Battle Pass Skins, wie gesagt, auch den Battle Pass Skin für die Waffe 100 oder 110 werden wir sehen. Ich werde gleich noch stoppen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich über die Leaks hinweg, Gameplay von 11 Minuten, auch vom Teaser, den wir jetzt selber spielen konnten mit dem goldenen Ticket. Die Optik sah sehr düster aus, sehr langweilig, sehr karg und so weiter. Natürlich ist der Nebel verschwunden, das war schon klar, aber ich dachte mir, Gott,
die ersten Teaser und die geleakten Gameplays, die sehen allesamt nicht sehr spannend aus. Möglich, die POIs sehen allesamt ganz geil aus. Und gerade dieser POI scheint einer der größten im gesamten Spiel überhaupt zu sein, wie es aussieht. Alles sehr, sehr großflächig. Und ich gehe davon aus, dass ich mich geirrt habe und die Map tatsächlich echt geil werden könnte. Und wenn das geleakte Gameplay, was ich schon mal gezeigt habe, von den 11 Minuten tatsächlich weiterhin so stimmt, da waren viele freie Flächen, wo nichts ist, auch keine Deckungsmöglichkeiten. Vielleicht sind das Platzhalter für diese Events, für die Legenden, wo wir die einen eigenen Spot bekommen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einfach um die Map oder beliebte Spots, die wir ja schrecklich vermissen, wie zum Beispiel Sortierfabrik auf World's Edge. Die meisten von euch lieben diesen Spot. Vielleicht dient das dazu, dass wir einfach beliebte POIs nicht mehr zerstört bekommen nach zig Seasons und wir uns denken, toll, jetzt ist ein richtig geiler Spot einfach kaputt gemacht worden, nur damit da jetzt für irgendeine Legende ein Spot entstanden ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht Respawn ein bisschen weitergedacht hat und einfach, ja, beliebte Spots nicht zerstört. Das ist zumindest meine Interpretation, auch wenn das ja eigentlich nicht reingehört, aber es fällt mir gerade eben so auf. Und wie gesagt, ich muss sagen, die Optik der Map im Trailer gefällt mir extrem gut. Klar, wenn man es selber spielt, kann einem der Schein auch trügen und merkt dann doch nicht so geil. Aber ich glaube schon, dass die Map geil wird. Bin ich relativ sicher. Und da müssen wir einfach mal ausblenden, dass die Server nicht geil sind. Sounds und andere Probleme am Start sind keine Frage. Aber relativ neutral betrachtet, muss ich sagen, sieht die Map stark aus. Das Schienensystem, wie gesagt, das finde ich auch eine ultra nice Idee, weil ich glaube, ich habe zumindest nicht drauf geachtet, Jump Tower vermissen wir hier, glaube ich, komplett. Tridents habe ich, glaube ich, auch nicht einmal gesehen. Finde ich aber cool, dass es nicht alles, was es auf anderen Maps gibt, überall gibt. Was mich stört, ist, die Türen immer auf jeder Map gleich aussehen und viele Gebäude. Aber das ist nur nebensächlich. Und endlich bekommen wir unsere Sticker. Sarkasmus an. Scheiß auf Sounds, stabiles Server, Skill-based Matchmaking und Cross-Progression. Wir bekommen unsere Sticker auf den High-Items. Endlich, wer es nicht mitbekommen hat. Sarkasmus aus. Mitten in Season 14 wurden die Heilanimationen geändert für alle Heil-Items. Wir sehen sie auf einmal deutlich größer und viele dachten, boah, geil, neue Animation, innovativ. Ja, es dient einzig dem Zweck und das hatte ich schon erzählt in einem Video, die traurige Wahrheit und so weiter in der Überschrift. Ja, es dient einzig dazu, mehr Kohle zu machen. Es ist tatsächlich ein Fakt. Es kommen Sticker ins Spiel und es kommen wahrscheinlich eine Menge Sticker ins Spiel, die wir in Packs kriegen können. Wir müssen Geld ausgeben für Sticker, für High-Items. Ist das nicht total innovativ? Okay, weiter im Text. Naja, schade, aber neue Waffen braucht man ja nicht. Sticker, total toll. So, weiter mit dem Schienensystem. Diesen Spot kannten wir schon aus dem Teaser für das goldene Ticket. Da konnten wir schon mal so ein bisschen einen Blick erhaschen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was haltet ihr von dem Trailer? Also ohne Mist, er hat mich abgeholt und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. So, hier die taktische Fähigkeit von Catalyst. Und deswegen ist bewusst meine Kamera auch oben rechts, weil man es sonst nicht so gut sieht. Wir sehen hier den Wirkungsbereich. Von links nach rechts streckt sich dieses schwarze Zeugs. Und auch in der Tiefe sieht es echt mega groß aus. Ich glaube, der Wirkungsbereich für diese Fähigkeit ist deutlich größer oder ein Stück weit größer als die Thermitgranate. Und wir sehen den Effekt auf dieser Legende durch dieses Geblitze, dass dieser Gegner verlangsamt ist. So, was haben wir hier noch? Und jetzt kommt genau das, was ich mir denken konnte. Es ist bestätigt. Genau das habe ich geahnt. Ihre passive Fähigkeit. Wir können Strukturen reparieren oder verstärken. Und mit Struktur konnte eigentlich nur eine Tür gemeint sein. Das heißt, Gegner, die vor so einer Tür stehen, müssen deutlich öfter dagegen treten, Granaten dagegen hauen, dagegen schießen, keine Ahnung, um diese Struktur wieder zu beseitigen, um die Tür einzutreten. Man kann, also die Sicht in die Tür, durch die Tür durch, ist stark eingeschränkt. Man kann aber immer noch hier und da ein paar Lücken finden, um das zu sehen. Aber das ist schon mal eine geile Taktik, um sich in einem Gebäude zu vercampen, ist natürlich klar. Und so wie die Gegner hier gleich begrüßt werden, ist natürlich eine Nummer. Wir sehen hier, man muss deutlich öfter dagegen treten. Und hier in der Mitte, genau an der Tür, dieser Ball, dieser leuchtende Ball, ich gehe davon aus,
damit können wir die taktische Fähigkeit von Catalyst zerstören, also auf die Mitte des Balls, wie bei der Seer-Ult schießen, und wahrscheinlich ist dann dieses Schleimgedöns Geschichte. Das ist zumindest die Vermutung dahinter, und zack, Tür eingetreten. Und das ist jetzt kurios, man kann in Apex Gameplay technisch, das ist ja ein Gameplay-Trailer, nicht stolpern, aber es passiert tatsächlich hier, wie der Caustic aufs Maul fällt. Vielleicht gibt es da neue Animationen direkt für die Legenden, dass die auf die Schnauze fallen und dann langsam wieder sich aufrappeln. Aber wenn das wirklich so ist, Prostmahlzeit, dann ist das schlimmer als jeder Verlangsamungseffekt in diesem Spiel und du bist ein mega einfaches Ziel. So ist die taktische wahrscheinlich unheimlich effektiv. Open Field wahrscheinlich nicht so einfach einzusetzen, aber hier, alter Falter, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall eine defensive Legende, mit der man sicherlich eine Menge Spaß haben kann. Ein Finisher von Catalyst. Hier haben wir die Battle Pass Skins. Ganz rechts, Ash müsste der Legendäre sein, Level 50 oder 25. Die drei, die wir hier sehen, Loba, Seer und Catalyst, dürften epische sein. Und wir haben hier noch, und davon sollten wir eigentlich ausgehen, der Revenant Skin sollte auch ein Legendärer sein, der auch ultra, ultra nice aussieht. Hier haben wir, man sieht hier schon die Charge Rifle in Action. Die Charge Rifle ist der Battle Pass Skin 100. 110, hier eventuell, keine Ahnung, könnte der 110er sein, weil das in diesen Farben deutlich geiler aussieht. Man sieht natürlich die Reaktivität hier nicht so richtig. Deswegen haben wir das hier gleich nochmal. Hier haben wir nochmal den Revenant Skin in Action. So schnell kannst du gar nicht stoppen. Und auch hier könnte vielleicht eine Battle Pass Erweiterung sein, denn dieser Havoc Skin ist mir deutlich unbekannt oder nahezu unbekannt. Deswegen könnte es sein, dass wir mehr legendären Stuff, vielleicht ist das sogar, ich komme gerade selber drauf. Ich gehe mal davon aus, wenn wir den Battle Pass gleich kaufen, ist das einer der ersten Skins, die wir direkt zum Kauf dazu bekommen. Könnte ich mir vorstellen, weil der Skin sieht echt verdammt nice aus für die Hemlock. Aber irgendwie ist hier was anders. Bei der Feuerrate der Hemlock. Guckt euch mal diese Trommel an beim Schießen. Zack, zack, zack. Ist es der Fire Receiving Mod, der vielleicht zurückkommt? Tatsächlich, oder? Könnte das ein anderer oder vielleicht ein völlig neuer Aufsatz sein? Ich bin mir nicht sicher. Das fällt mir jetzt erst so auf. Müssen wir mal abwarten. Zack, 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 zack. Ich glaube, das ist ein Feuer-Receiving-Mod, aber eine andere Art von Feuerkraft für die Hemlock. Hemlock, nicht Hemlock, Havoc, meine Fresse. Müssen wir mal abwarten, das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Es sieht auf jeden Fall verdammt nice aus. Hier feuert nämlich die Havoc wieder ganz normal. Und hier haben wir noch einen Battle Pass Skin für die Charge Rifle, reaktiv. Sieht man deutlich. Zack. Und hier haben wir nochmal die taktische. Wir sehen, wie sie sich ausbreitet. Das geht echt verdammt flott. Verlangsamt sehen wir wieder an diesen Geblitzer. Nee, die fallen nicht auf die Fresse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sah jetzt nicht so aus. Vielleicht, wenn man rennt. Und hier ist nochmal die Ulti. Und ich glaube, wir können freundliche und feindliche Wände voneinander unterscheiden. Guckt euch mal das blaue Leuchten an. Das kennen wir schon vom Launch-Trailer. Und jetzt spulen wir nochmal zurück. Hier leuchtet die Wand rot. Es ist eine gegnerische Wand. Denn wir scheinen die ultimative Fähigkeit geradeaus zu lenken. Nicht seitlich vor uns aufzubauen, wahrscheinlich geradeaus, so wie das aussieht. Das ist eine feindliche Wand, die rot schimmert. Und diese Wand hier hinten, die schimmert blau. Das scheint eine befreundete Wand zu sein. Zack. Ja, ist auch so. Genau, hier sehen wir, wie es aktiviert wird. Geradeaus. Ob man die vielleicht auch seitlich stellen kann, irgendwie, wäre natürlich auch eine geile Nummer. Müssen wir mal abwarten. Aber interessant, je öfter man den Trailer sieht, desto mehr Einzelheiten sieht man. Das ist schon Wahnsinn. So, zack, hier fährt ein Gegner durch, wird verlangsamt. Man sieht es an diesem Effekt, an diesem Schleimgedöns. Vielleicht ist das auch eine Sichtbehinderung für den Gegner. Könnte ich mir auch vorstellen. Noch ein Finisher von Catalyst. Und wir sollten damit durch sein und alles gesehen haben. Jetzt gehen wir auf die Seite von EA. Und hier muss ich leider schon mal sagen, das finde ich ein bisschen schade. Meet
Catalyst, du kannst hier drauf gehen. Ich gehe mal davon aus, erst wenn der eigene Legenden-Trailer, der Vorstellungstrailer von Catalyst rauskommt in ein paar Tagen, erst dann werden wir die Fähigkeiten sehen. Benannt, beschrieben, mit Icon und so weiter. Aktuell sehen wir leider nicht mehr und müssen einfach mit den POIs uns zufrieden geben. Ich gehe die jetzt flott durch. Ich werde das jetzt nicht komplett auseinandernehmen. Einmal nur mal als Standbilder hier die einzelnen POIs, Transportgleise. Gibt, wie gesagt, viele Haltestellen, wo wir aufspringen können und einzelne Gravitations-Hochkatapultier-Plattformen, damit wir da drauf heizen können. Wir müssen mal abwarten, ob wir auch einfach da dran springen können mit einem Grappling-Hook oder mit einer Q von Horizon. Mal sehen. Und dieses Bild ist unwahrscheinlich nice. Also das zeigt, dass die Map tatsächlich nicht so karg und langweilig aussieht, wie es die Gameplay-Teaser bzw. geleakten Gameplays gezeigt haben. Und da bin ich auch echt extrem froh drüber. Die POIs sind allesamt relativ groß, breit, nicht so klein und so langweilig wie auf anderen Maps. Und das sieht allesamt schon extrem geil aus. Ich werde, wie gesagt, jetzt hier nicht alles vorlesen. Ihr seht es selber. Optisch. Also muss ich sagen, optisch sieht es geil aus. Meine Stormpoint ist auch optisch eine geile Map, aber spielt sich einfach total kacke. Finden jedenfalls die meisten von uns, inklusive mir. Hier sehen wir nochmal das Schienensystem, wie weit das ausgebaut ist. Das ist übrigens hier dieser Spot, wo wir in dem Teaser selber durchfahren, glaube ich. Zumindest sieht es so ein bisschen so aus. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, also ich bin ohne Ende begeistert, muss ich jetzt einfach mal sagen. Die Gießerei haben wir auch im Trailer gesehen. Trockene Schlucht. Kultivierung. Also Vegetation ist auf jeden Fall auch am Start. Promenaden. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ultra begeistert und bin einfach gespannt auf eure Meinung, was ihr zu diesem Trailer sagt, zu dieser Map sagt. Seid ihr gehypt? Der Trailer hat auf jeden Fall Hype bei mir ausgelöst. Ich war jetzt wirklich nicht so mega gespannt auf Season 15 und ich bin gespannt, was vielleicht noch kommt, was wir aus sämtlichen Trailern und Leaks nicht rausgehört haben. Vielleicht werden wir mit irgendwas Neuem mega überrascht. Was die Havoc betrifft, bin ich mal noch gespannt, ob das tatsächlich der Fire Receiving Mod ist, der vielleicht zurückkommt, nur auf eine andere Art und Weise, dass wir nicht mehr den Einzelschuss aufladen können, sondern eine langsamere Schussrate verstärkt. Und vielleicht kriegt die Prowler ja den Fire Receiving Mod dann auch zurück. Oder ist das ein komplett neuer Aufsatz? Müssen wir uns mal überraschen lassen. Jetzt bin ich auf eure Meinung, wie gesagt, gespannt. Das Video ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.